You ain't going rough enough. Heidiho und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Breath of Fire 3. In letzten Part sind wir ja da stehen geblieben. In letzten Part haben wir schon mal ein paar Bossgegner besiegt und ja, würde ich sagen, machen wir gleich in Action. So, und zwar müsste der nächste da sein. Genau. Und zwar Geist. Okay, Probe 9. Okay. Mit ihm tun wir einmal plündern. Schauen wir mal, ob er was hat. Momo kommt in der Zeit mit Macht auf Axel. Übrigens, der Kunde ist heilig, was uns dicht ein bisschen Schwierigkeiten machen könnte. Okay, er hat nichts. Okay, dann können wir ja eigentlich gleich mit drei. Okay, in der nächsten Runde. Greifen wir mal zu. Haben wir uns hier Schild. Aber wenn es wahrscheinlich jetzt in der Runde jetzt nichts nutzt, weil er jetzt gleich mit so einem Heilig kommt. Nicht herrschen. Wertig, genau. Schild. Nein. Konzentrieren. Momo macht. Nee, ich hätte den Einfluss jetzt einsetzen sollen. Egal. Ja, das kann passieren. Ich bin auch nur ein Mensch. Menschens Rache. Immerhin etwas. Go, Schattenlauf. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel abnehmen. Obwohl. Der Feind ist geschlagen. Das stimmt sogar. Okay, von da haben wir Cam, oder? Ja, von da haben wir Cam. Ein großer leerer Raum. Das sind wir da. Okay. Aber eine Tür haben wir noch, das war's ja. Eine Tür ist noch verschlossen. Vermute ich halt mal. Weil da auch ein Klettern, das bringt es nicht. Oder? Na, oder? Ja, schauen wir mal, sie hat noch. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das wirklich nichts bringt. Jawohl. Ha, du fandest deine Mondträne. Okay, dann haben wir eigentlich alle. Okay. Jetzt tun wir uns auch mal schnell heilen. So, jetzt machen wir noch kurz speichern.
speichern, nicht Mitstreiter wechseln. Die Mitstreiter sind mir jetzt eigentlich scheißegal, die was in Reserve sind. Ach komm. Ah, dann gehen wir halt Mausi hinterher. Aber dazu, davor kommt ein Zufallskampf. So, damit das ein bisschen schneller geht. Ja, ja. Hi, wärst du so lieb? Okay. Oh, Mausi. Du bist eine erstaunliche Maschine. Weißt du das, Mausi? Achtung! Navigator-Code für Höchstfunktionen akzeptiert. Zugang zur Bücherei-Modus gewährt. Okay. Okidoki. Schon gemeint, der geht nur weiter. Ui, eine Lichtershow. Willkommen, wir dienen der allmächtigen Göttin. Hört uns bitte an, bevor ihr die Göttin Myria trifft. Ich will nicht. Und ich mag nicht. Ach nee, nicht die Nebelmänner schon wieder. Na, was soll ich denn sagen? Die heilige Myria erweitert euch schon. Vor der Ankunft Myrias lag die Welt im Sterben. Die blutende Erde war ganz und gar mit Sand bedeckt. Und ihre Bewohner wurde das Leben ausgesaugt. Die trauernde Myria nutzte all ihre göttliche Macht, die Welt in zwei Hälften zu teilen. Die eine Hälfte ist da, wo ihr nun seid, die Wüste des Todes. Und die andere Seite, die Welt, aus der du kamst, überfüllt mit Leben. Die beiden Welten sind durch den weiten rauen Ozean getrennt, den man die äußere See nennt. Ach nee. Um eure Welt vor der Wüste zu schützen, der Großteil des Lebens, das dem Tode entkam, wurde ihr selbst in die andere Welt gebracht. Dieser Welt, dieser Kontinent.
Es ist Mirias Wunsch, Leben zu schützen. Mhm. Eure Welt zu beschützen. Selbst das Leben eines Monsters ist Miria heilig. Um das hier wertvolle Leben zu schützen, hat Miria allerhand Schutzvorkehrungen getroffen. Ach. Technik, Management. Kinderboss oder schauen wir uns jetzt gleich. Okay. Wir müssen dafür sorgen, dass keine gefährlichen Geräte wie Waffen etwa entwickelt werden. Miria erlaubt beispielsweise nur die Gebrauch und die Reparatur bereits existierender Maschinen. Und es gilt, das Verbot potenziell zerstörerische Maschinen zu erforschen. Mhm. Okay. Oder? Moment. Geht's so lang? Ui, das ist Miria. Rei. Nina. Momo. Wächter Gar. Und Axel. Ey, du hast Beko vergessen. Meine tapferen, starken Kinder, die ihr das unwegsame Meer und die glühende Hitze gemeistert habt. Ich bin Miria. Okay. Oh, große, mächtige Göttin, wir sind weit gereist, um euch zu finden und die Wahrheit zu erfahren. Oh Göttin, erzähle uns, warum die Brut vernichtet werden musste. Gibt es irgendjemand, der Leben zerstören will? Ich bestimmt nicht, aber die Macht der Brut war zu gewaltig für meine kleine Welt. Ja, ja, sicher. Wie ihr wisst, liegt die Welt hier fast gänzlich unter Sand begraben. Was es fast unmöglich macht, dass hier etwas überlebt. Beinahe wurde jegliches Leben vernichtet. Ich bewahre das Wenige, das übrig ist. Mhm. Ich klappe das gleich. Ich musste den Rest der Welt vor der Gefahr bewahren, die da Brut heißt. Was du damit sagen willst, ist, wir sollen uns ruhig verhalten und uns deiner Obhut unterstellen, als ob wir deine Babys oder so wären, was? Genau, Rei. Mhm. Wenn ich sie nicht mit Hilfe des Äußeren Meeres als Schild eindämmte, würde sich die Wüste langsam, aber unaufhaltsam über die ganze Welt ausdehnen.
wenn ich nicht weiterhin Maschinen herstellen würde, die weltweit genutzt werden und repariert werden, würde die Zivilisation, die wir sie kennen, sicherlich bald kollabieren. Okay, wir haben unsere 15 Minuten Grenze wieder gemacht. Und dadurch, dass sie in den letzten paar Karten gecuttet haben, weil der paar Dächter 30 Minuten war, mache ich da einen kleinen Cut und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Battlefire 3 wieder. Und ich wünsche euch bis dahin wie immer viel Spaß.